dachte, sie hat versprochen, leise zu sein. So, Freundchen, ess dein Frühstück. Hallo zusammen, ich habe Ellie gerade vor die Tür geschmissen. Jetzt habe ich erstmal ein Haar hier am Mund. Weil sie erstmal wieder Krach machen musste, hier vorm Fenster. Und jetzt macht sie da draußen Terz, weil sie wütend ist, weil ich sie ausgesperrt habe. Hört ihr sie? Eigentlich wollte ich ein Video über Daddy das Friendsback drehen, aber die ist heute immer noch nicht gekommen, obwohl ich Montag die Versandbestätigung hatte. Und heute ist Mittwoch, sie ist aber immer noch nicht da. Und da habe ich gedacht, okay, dann machst du mal das Video, das Geburtsvideo. Aber, wie ihr am Titel schon erkennen könnt, ist die Brandon-Hoosebox dazwischen gekommen. Die machen wir gleich kürzer, die Kleine da draußen, nicht die Brandon-Hoosebox. Jetzt gucken wir mal, mein Mann sitzt hier da neben mir und ist neugierig, weil das ist ja immer mehr oder weniger seine Box, mit der er am meisten anfangen kann. Oh, ich sehe schon was. Ja, ich sehe auch schon was für dich. Eins, zwei, drei. Frühlingsvergnügen für alle. Okay, dann fangen wir mal mit dem ersten an, was mich hier schon gleich anlacht. Das sind... Das ist jetzt aber fies, ne? Das sind, wo mal stehen die, Lamberts American Cookies und einmal in Double Choc und einmal White Chocolate Hazelnut und in Weich. Das heißt, also deswegen steht da wahrscheinlich auch Kuchen drunter, weil, kennt ihr das, wenn es gibt, welche Marke ist das? Ist das Pepperidge? Pepperidge Farm. Pepperidge Farm oder sowas, so eine große weiße Tüte. Und die haben Soft-Cookies und ich habe die geliebt und also ich schätze mal, sowas ist das. Die kosten 1,99 Euro und werden gelauncht im April 2013, also ganz neu. Habe ich auch noch nie im Handel so gesehen und bitte schön. Auf Papas Haufen. Dann haben wir von, die kenne ich, als wir nämlich mal im Edeka waren, hat die uns die eine Tante zum Probieren gegeben, erinnerst du dich? Ja, auch für Papa. Die waren ganz okay, waren aber auch recht süß, muss ich sagen. Also Energie für den ganzen Vormittag, ja, also ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt so gesund sind, auf jeden Fall waren sie sehr süß und schmeckten dadurch natürlich lecker. Da ist dann auch ein Coupon, 50 Cent sparen mit dabei, wenn man eine Box nachkaufen will. Und gucken, was dazu steht. Auch gelauncht April 2013. Ich bin der Meinung, die haben wir, vielleicht ist das diese andere Geschmacksrichtung. Das kann sein, dass es eine andere Geschmacksrichtung war, aber irgendwie bin ich der Meinung, dass sie die vorgestellt hat damals. 2,89 Euro kostet dann so eine Packung und 4 von diesen Keksen plus ein Joghurt plus eine Portion Obst plus eine Tasse Kaffee oder Tee sind ein ausgewogenes Frühstück. Also Joghurt und Obst und Tee klingt für mich so schon recht ausgewogen. Muss man da jetzt so einen gesüßten Keks mit dazu essen? Ballaststoffe. Vielleicht lieber ein Schwarzbrot. Ja. Papas Haufen. Alles Papas Haufen. Ist auch Papas Haufen, obwohl ich das essen könnte, aber ich bin kein Trockenfrüchte-Mensch. Das ist Ananas ungezuckert, gelauncht Oktober 2012, 2,99 Euro. Also wie gesagt, ich mag ungern Trockenfrüchte. Das beginnt bei Rosinen und ja, hört dann bei sowas auf. Aber meine Tochter liebt, was hatten wir jetzt gerade? Dunkle Weintrauben, also dunkle, weiß nicht, sahen auch aus wie Rosinen, ganz normale. Und der werde ich das versuchen mal anzudrehen. Ansonsten haben wir ja hier unseren Allesesser. Resteverwerter. Ja, die haben wir gehört, die gluckst du nämlich schon fröhlich vor sich hin und das ist eine Fanta Beaches of the World Limited Edition. Hattest du die schon? Nein, das ist
Von wann ist denn die? Die ist von März 2013. Da ist sogar Pfand drauf, 89 Cent. Kostet die, also nicht Pfand 89 Cent, aber die Flasche kostet 89 Cent. Und die hätte sich mein Mann bestimmt, ja, er nickt. Zum bestimmt Probieren. Zum Probieren mal gekauft, weil er immer so die ganzen neuen Fanta, ja, es ist eigentlich nur Fanta, ne? Fanta oder auch Pepsi. Ja, solche Sorten halt durchprobiert und das ist Pfirsich-Mix-Geschmack. Mir schmeckt sowas meistens nicht. Ich mache auch allgemein nicht so wirklich gerne Fanta, ehrlich gesagt. Also bitteschön, das ist aber schön eisgekühlt. Ja. So, dann haben wir wieder was von Köln-Flocken. Krokant mit Vollkornhaferflocken und Ahornsirup. Was war's für das dich? Das klingt jetzt so, als wenn ich das essen könnte. Ja. Bin jetzt nicht so der Haferflockenesser, aber ich werde die auf jeden Fall probieren. Dadurch, dass da Ahornsirup mit drin ist, dürften die ja auch leicht gesüßt sein. Und dann ein bisschen mit Sojamilch trinke ich nicht so gerne für so Flocken, aber ich mag Mandelmilch oder Haselnussmilch, die schmecken mir besser. Gelauncht Februar 2013, 1,89 Euro. Entweder was für mich. So, dann haben wir. Was ist das denn? Alkohol! Ja, du hast recht. Ich zeige euch das erstmal. Tots Push and Chill Fresh Cocktail habe ich so noch nie gesehen. Ich kenne die in ihr kleiner, habe ich die schon mal im Supermarkt gesehen. In kleiner? Ja, glaube ich zumindest. Ihr müsst, hier ist so ein Päckchen drin, dieses silberne. Das müsst ihr aufdrücken, dann schütteln und dann auf Eis servieren. Im Moment ist das so eiskalt, das bräuchte man gar nicht auf Eis servieren. 12%ig. Mit was ist das? Ist das jetzt? Es sieht so ein bisschen nach. Nee, Pina Colada ist ja weiß, ne? Was ist denn das? Caipirinha? Caipirinha wäre grün. Oh Gott, kann es nicht mal aussprechen. Mit Wodka, Ananas, Blue Curaçao, Sahne, hat sich schon für mich erledigt, Kokosnuss, ach nee, gar nicht wahr, doch, nee, das war jetzt Wodka, Ananas, Blue Curaçao, Sahne, Kokosnussgeschmack, enthält Ananas, Wodka, Sahne und Farbstoff. Mal schauen, was das kostet. 2,99 Euro sind 200 Milliliter drin. Gibt es aber auch schon seit August 2012. Deshalb habe ich das bestimmt schon gesehen. Hast du schon gesehen? Ja, es gibt doch jetzt immer mehr von diesen Mixgetränken. Ich treibe mich in der Abteilung so selten rum, deswegen keine Ahnung. Wenn das jemand hört, also mal so ein. Wir stehen zwar auf die weniger alkoholischen, das heißt die non-alkoholischen. Wir. Ich. Wir bist du. Caipirinha ohne Alkohol, mal so ein Leckern. Das ist aber mit Alkohol. Ja, das macht ja auch nichts. Nö. Auch für Papa. Wenn ich immer wieder um Keks gehe, Tür zu. Draufdrücken, Eis. Oh. Noch eine scharfe Soße hatten wir letztes Mal. Die sieht ja fast noch schärfer aus. Obwohl, wie viel waren da auch Chilischoten drauf? Nee, es war ja auch eine andere Marke. Es war nicht Heinz. Ich glaube, da waren aber drei bei der letzten drauf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist wieder eine Hot Sauce, diesmal Green Jalapeno von Heinz. Kostet auch 2,99 €. Gelauncht im Februar 2013. Das probieren wir jetzt aber nicht. Also ich esse sowieso nicht gerne scharf. Haben wir die andere überhaupt schon aufgemacht? Nee, ne? Nee, hat man noch keine Chance dazu. Irgendwie essen wir nicht so wirklich viel, wo man das jetzt drauf tun könnte. Kann höchstens meinem Mann dann eben nachwürzen, weil Hanna und ich essen natürlich nicht so scharf. Wenn die Grillzeit wieder anfängt. Apropos Grillzeit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Ich habe heute von Brand News eine E-Mail bekommen. Es gibt eine extra Barbecue-Box. Ja, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Die bitte zu bestellen. Dann weißt du ja, was du zu tun hast. Ich habe vorher noch gesagt, er soll sich benehmen. War das nicht benehmen? Das war so, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Mach mal Vibe. Ja. So. Als letztes dann noch einmal Pullmoll, Halsbonbons,
Ingwer, Zitrone, das passt ja ganz gut in die Erkältungszeit. Wobei wir da jetzt gerade so rausgeschlittert sind, will ich mal sagen. Kosten zwischen 1,19 Euro und 1,49 Euro. Gelauncht Januar 2013 und dadurch, dass sie zuckerfrei sind, sind sie mit Stevia gesüßt. Ja, jetzt ist die Box leer. Jetzt haben wir hier noch das Hamsterstreu drin. Was sagst du zu der Box? 1, 2, 3. Ja, das meiste ist für dich. Ja, das wollte ich gerade sagen. Du sollst nicht zählen, wie viele Sachen für dich sind, sondern ob du zufrieden bist. Ja. Ja. Doch. Ich auch. Ja, wenn es eine vegane Brand News geben würde. Ja, ich also ich wäre mal für eine vegane Brand News Box. Ich weiß noch nicht, ob das den Absatz findet. Das weiß ich halt nicht. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man irgendwie macht, ja, weiß ich nicht, dass man eine sagt, Sonderbox. Ja, das, diese Barbecue ist ja auch eine Sonderbox. Dass man jetzt sagt, entweder die oder die, aber es muss sich für die natürlich auch lohnen, wenn die da irgendwie nur für 20 Veganer da Sachen einkaufen müssen und wir zahlen dann nur ein Apfel und ein Ei für. Ja. Ist natürlich auch Schwachsinn. Und vielleicht mal eine Umfrage starten. Ja, das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit, eine Umfrage irgendwie, ob Interesse daran besteht an einer veganen Box. Also hier schon. Ja, also ich freue mich. Ich hoffe, ich habe jetzt meine Adresse nicht hier in die Kamera gehalten. Über die Box, auch wenn da nicht so wirklich viel mit für mich bei ist, aber trotzdem finde ich sie immer spannend auszupacken. Ich liebe die Boxen. Du liebst die Box, ja. Mehr als die Beauty-Boxen, ne? Da ist nur ganz selten was für mich dabei. Letztens war ein schicker Lippenstift. Den wolltest du doch haben. Ja, die Nagellacke sind auch teilweise nicht schlecht. Die sind nicht schlecht, ne? Ja. Wir teilen uns das manchmal. Ich stehe dann eher aber auf die grellen Farben. Auf die grellen. Und ich dann eher die Pastelltöne und sowas. Ja, so. Wir sehen uns eventuell. Ich meine, Friends Back, Freitag ist Karfreitag. Ich hoffe mal, dass der morgen nun noch kommt. Dann sehen wir uns dann auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich schaffe es übers Osterwochenende. Er hat schon die Kekse in der Hand. Übers Osterwochenende endlich mal dieses Video über die Geburt von Hannah zu drehen. Dazu brauche ich aber auch Ruhe und ja, wenn ein Kind hier ist, habe ich die eher selten. Also, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Video. Tschüss! Auf Wiedersehen! Jetzt auch gerne. Tschüss.